ein antisemitischer Vorfall mitten in Tel Aviv, ausgeführt von Juden. Ja, Juden können antisemitisch sein, wie die israelische Linke, aber nicht nur die, auch in den USA gibt es Antisemitismus seitens der Juden von Juden. Und das ist vorwiegend von säkularen Juden, nicht alle, aber gewisse Leute, säkular links eingestellt, die da religiöse Juden, vor allem ultraorthodoxe Juden, hassen. Und in Israel geht das schon, ich weiß nicht, also ich habe mal sowas miterlebt hier in Jerusalem, in der German Colony. Da wurde ein in Emek Refa'im, nein, in Rachel Imenu Street, das war in den 90er Jahren, das muss so 1997 gewesen sein, wurde ein ultraorthodoxer Jude von irgendwelchen säkularen jüdischen Schülern angegriffen. Also nicht tätlich, sondern mehr so beschimpft und so. Und ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen geschubst oder so, kann auch sein. Dann sind Leute dazwischen gegangen. Aber es ist tatsächlich kein Einzelfall, auch nicht in Israel, dass Juden antisemitisch sind. Und vor allem diverse, nicht alle, säkulare Juden. Vor allem diejenigen linken, linksgerichteten israelischen Juden, wobei auch Nichtjuden an diesen Demos teilnehmen, an den momentanen Demonstrationen in Israel. Und diese Demonstrationen richten sich auch, die richten sich gegen die ganze Regierung, gegen alles. Man will hier so eine linke Diktatur einführen, so wie in Deutschland halt, so Gender und Klima und alles links und so, sowas will man hier auch einführen. Und die Linken haben ja im letzten November die Wahlen verloren. Und das akzeptieren sie nicht. Untersuchen sie jetzt jedes kleine Pünktchen, wo man gegen man demonstriert, und es gibt mittlerweile auch gewalttätige Vorfälle. Also wie ich gesagt habe, in der Zukunft, in der nahen Zukunft, wird das seitens der linken Demonstranten noch sehr, sehr gewalttätig werden. Denn man will hier alles umkrempeln und so eine linke Diktatur errichten. Aber wie gesagt, dieser ganze Antisemitismus linker Demonstranten, die gerade hier durch Israel marschieren, ist nichts Neues. Aber es hat neue Ausmaße angenommen. Und ich muss erwähnen, unter diesen Demonstranten, die gegen religiöse Juden im meisten Fall oder meistens halt Charedim, ultraorthodoxe Juden, vorgehen, sind deutsche Konvertiten zum Judentum. Deutsche Konvertiten zum Judentum, nicht alle, aber einige, kommen nach Israel, machen Aliyah, wandern hier ein und richten sich dann gegen ultraorthodoxe Juden. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommen die an, konvertiert, versprechen dann wahrscheinlich in Deutschland, oh, ich bin so religiös und so ganz toll. Und dann kommen die hierher und hassen ultraorthodoxe Juden. Meine Güte, dann tretet doch, was weiß ich, in irgendeine nationalsozialistische Partei, NPD oder so, in Deutschland ein. Da braucht ihr doch nicht zum Judentum konvertieren. So ein Schwachsinn. Aber das findet auch statt. Und unter diesen Hassern von ultraorthodoxen Juden und Charedim hier in Israel sind auch deutsche Konvertiten, die dagegen vorgehen, gegen Charedim hier in Israel. Deutsche Konvertiten zum Judentum. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber insgesamt findet von diesen linksgerichteten, israelisch, jüdisch, was auch immer, Demonstranten eine massive Welle gegen das orthodoxe und ultraorthodoxe Judentum statt. Jetzt sagen natürlich einige, bei den Demonstranten handelt es sich natürlich auch, manche tragen eine Kippa, also Männer. Und die sind ja dann auch irgendwie religiös. Aber es ist so, dass man eine Kippa tragen kann,
als jüdischer Mann, sag ich mal, und oder sich als jüdische Frau irgendwie religiös anzieht, aber nicht religiös sein muss. Es gibt ja da gewaltige Unterschiede. Und diese sogenannten religiösen Juden, die an diesen Demos teilnehmen, das ist so mehr so Larifari. Die Frau zieht sich so ein Bändchen durchs Haar und meint, sie, also die verheiratete Frau zieht sich so ein Bändchen durchs Haar und meint jetzt, sie hat ihre Haare bedeckt oder so, ne? Und der Mann, ja, das ist halt so irgendwie so Larifari, modern orthodox, wie man das auch immer nennen will. Also ihr dürft, wenn ihr nach Israel kommt, niemals davon ausgehen, dass wer eine Kippa auf dem Kopf hat, auch religiös ist. Da kann man sich ganz schnell irren. Und bei den Demonstranten frage ich mich immer, die demonstrieren so häufig, wann die eigentlich für Pessach putzen. Ne? Wahrscheinlich halten die gar kein Pessach. Oder auch nur wieder so Larifari-Pessach. Aber es ist jetzt vorgekommen, aktueller Fall. Und das wird nicht der einzige Fall bleiben, denn es wurden schon andere Versuche unternommen, dass ein charedisches Ehepaar im Auto, in ihrem Auto, durch Tel Aviv gefahren sind und von diesen linken Demonstranten, der Mann wurde zusammengeschlagen. Ich habe euch mal den Artikel unten verlinkt in der Infobox. Es gibt dazu auch noch mehrere Artikel, auch von der Jewish Press zum Beispiel. Dieser Vorfall, also der Mann wurde richtig zusammengeschlagen aufgrund dessen, dass er Charedi ist. Von linken Juden in Israel, die da das Judentum komplett hassen oder so ein Judentum haben wollen, so, wie gesagt, so Larifari, easy, easy. Und ja, es sieht grausam aus, wie der da zusammengeschlagen wurde. Also man regt sich ja immer in Israel auf, wenn irgendwo Antisemitismus herrscht in der Welt, auch in Deutschland, ne? Da sind alle gleich bei der Sache, auch die israelischen Medien. Aber wenn es hier im eigenen Land um den jüdischen Antisemitismus geht, das wird verschwiegen. Und dieser Vorfall wird auch nur in gewissen Teilen der Presse erwähnt. Mehrheitlich in den Medien erscheint dieser Vorfall nicht, weil hier in Israel auch die Medien mehrheitlich links geprägt sind. Und sowas wird verschwiegen, dass linke Demonstranten religiöse, also ultraorthodoxe Juden auf der Straße verprügeln. Bei den letzten zwei großen Demonstrationen in Tel Aviv haben sich auch einige linke Demonstranten zusammengerottet und sind nach Bnei Brak gegangen. Bnei Brak ist die Nachbarstadt. Es wohnen dort sehr, sehr viele Charedim, ultraorthodoxe Juden. Nicht alles in Bnei Brak ist ultraorthodox, das ist falsch, aber einige Teile schon. Und diese linken Demonstranten haben sich aufgemacht mit der Absicht, jetzt alles, was ihnen ultraorthodox in Bnei Brak auf der Straße in die Quere kommt, zusammenzuschlagen. Oder gleich mal besser noch an die Wand zu stellen. Also es sollte alles zusammengeschlagen werden und sind sie da los? Also ein paar Hunderte, paar Tausende, weiß ich jetzt nicht, sind nach Bnei Brak. Die Straßen waren schon einigermaßen blockiert von der Polizei. Was die Demonstranten, die Linken, nicht erwartet hatten, war, dass mehrere hundert oder tausend, weiß ich nicht, Charedim auch auf der Straße waren und die haben gesagt, ey, kommt mal her, ihr wollt uns verprügeln, dann könnt ihr aber hier richtig was erleben. Diese Linken haben nicht mit der Gegenwehr gerechnet, aber es kam nicht zu irgendwelchen Prügeleien oder so, weil die Polizei dazwischen war. Und die Linken waren dann auch etwas entsetzt, dass die Charedim wirklich sich da auch zusammengetan hatten und die haben gesagt, kommt nur her, da gibt es hier was auf die Fresse. Und dann sind die alle wieder abgezogen, die Linken. Aber das ist schon zweimal passiert. Und es wird auch jetzt zukünftig noch so sein, also dass wirklich in diversen Gegenden, weiß ich nicht, Kwasaba, Ranana, wo diese ganzen Linken wohnen, Herzliya, vor allem Tel Aviv, wo die da so wohnen, ne? da ist das in gewissen Gegenden schon nicht mehr besonders gut, wenn da ein ultraorthodoxer Jude so durch die Straße läuft. Da musst du irgendwie schon, dass du angeraunzt wirst von anderen Juden, ne? Von diesen Linken, wirst du angeschrien,
jetzt sogar noch tätlich angegangen und verprügelt und solche Sachen. Also sowas ist in Israel, wie gesagt, nicht neu, aber es hat neue Ausmaße angenommen. Es hat wirklich neue Ausmaße angenommen durch Yair Lapid, seine Partei Yesh Atid, die ja absolut gegen das Ultraorthodoxe oder überhaupt gegen das richtig Orthodoxe, ich meine jetzt nicht die Larifari-Leute, sondern gegen das richtig orthodoxe Judentum vorgehen und das eigentlich abschaffen wollen. Die müssen alle weg. Da kommst du dir schon vor hier, also jetzt bei diesem Vorfall kommst du dir echt vor wie im Dritten Reich. Und das von Juden ausgeführt. Und die Medien, auch die ausländischen Medien, gehen gar nicht darauf ein. Und das sind ja jetzt keine Einzelfälle. Und da kommt auch noch mehr in der Zukunft. Also diese linken Demonstranten, die haben einen, worunter auch deutsche Konvertiten zum Judentum sind, die haben einen gewaltigen Hass auf, weiß ich nicht, auf alles, was nicht sozialistisch ist, auf alles, was nicht rot-grün ist und auf alles richtig Jüdische. Auf alles richtig Jüdische. Die wollen dann so ihr so, ja, ihr Larifari-Judentum so ausleben, ne? Und machen wir mal alles ganz easy und sozialistisch. Leute, ey, warum konvertiert ihr zum Judentum? Geht doch in eure scheiß DDR wieder zurück. Gründet eure DDR wieder und geht dahin wieder zurück. Wenn ihr eure sozialistischen Ideologien ausleben wollt, dann bitteschön DDR oder Nordkorea oder sowas. Aber doch nicht hier. Und dann auch noch auf irgendwelche Juden losgehen. Also da frage ich mich echt, meine Güte, ey, da frage ich mich echt, was in deren Köpfen vorgeht. Wahrscheinlich gar nichts. Aber okay, Israel muss halt mit allem irgendwie leben und so, ne? Aber, und zurzeit sind wir so auf dem Weg ins Nirgendwo, sage ich mal. Die Linken wollen die ganze Regierung platt machen. Eine Regierung, die von der Mehrheit gewählt wurde, demokratisch, wollen sie platt machen. Es werden ultraorthodoxe Juden verprügelt, nationalreligiöse Juden. Ich meine jetzt richtig nationalreligiöse Juden, nicht diese Larifari modern, sondern richtig nationalreligiöse Juden werden teilweise auch angegangen, weil das nicht so in die linke Ideologie passt. Also da fragt man sich echt, wo man hier eigentlich noch lebt, wo diese ganze Welt überhaupt hin soll. Man will das ganze Land hier umkrempeln mit linker Ideologie, mit diesem ganzen Klimascheiß, Genderscheiß, mit diesem ganzen linksroten, grünen Müll. Das soll hier auch irgendwie so eingeführt werden. Und das Schlimme ist, dass diese ganzen linken Demonstranten, die erfahren ja massive finanzielle Unterstützung aus dem Ausland von NGOs, von New Israel Fund hier in Israel, der ja zu George Soros gehört. Die kriegen ja auch aus Deutschland von NGOs massive finanzielle Unterstützung. Und das ist gerade das Fatale, wie ausländische Regierungen, darunter auch die deutsche Bundesregierung, wie die hier auf Israel Einfluss nehmen wollen und diese ganze bestehende Regierung abschaffen wollen, die ja mehrheitlich gewählt wurde. Also es ist schon irgendwie erschreckend und ich weiß nicht, wo diese ganze Welt noch hin soll. Ja, was soll ich sagen? Juden verprügeln Charedim. Und es wird noch weitere Ausmaße annehmen. Ich bin mal gespannt, jetzt fängt ja Pessach an am Mittwochabend, was hier abgehen wird. Also ich glaube, dass an Pessach vielleicht etwas weniger Demos stattfinden. Mittlerweile demonstriert ja auch die Rechte. Ich glaube, dass da weniger Demos stattfinden. Und ich hoffe nur, dass diese ganzen linken Demonstranten jetzt uns nicht in Jerusalem an Pessach belästigen. Und das ist das Einzige, was sie tun, belästigen. Sollen sie in ihren Käffern bleiben an der Küste, aber nicht hier unbedingt irgendwie wieder Krawall machen und wieder irgendwelche Leute verprügeln wollen und was weiß ich. Aber ich finde, dass gerade dieser Vorfall, und das ist wie gesagt kein Einzelfall,
dass der mal bekannt gemacht werden sollte, auch innerhalb der Welt und auch bekannter innerhalb Israels. Aber das wird von den Medien sehr, sehr gut verschwiegen, dass säkulare Juden in Israel, religiös, richtig religiöse Juden, verprügeln. Und dass es den Linken, dass es den Antisemitismus der israelischen Linken sehr, sehr wohl gibt und dass dieser linke Antisemitismus nicht weniger schlimm ist als der rechte Antisemitismus von, sage ich mal, Neonazis in Deutschland. Das kann man genau auf eine Stufe stellen. Das ist genau das Gleiche. Hier werden religiöse Juden verprügelt und da werden religiöse Juden verprügelt. Hier will man die loswerden und abschaffen, am besten an die Wand stellen und da genauso. Das ist schon erschreckend. Also das ist schon richtig erschreckend, mit welchen Leuten, eigenen Leuten, wir hier im Land eigentlich zu tun haben. Das ist total erschreckend. Und ja, ich sag lieber nichts mehr. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ihr solltet das vielleicht mal erzählen, dass es auch in Israel, und das hatte ich schon einige Male zuvor erwähnt, Antisemitismus von Juden gegen Juden gibt. Der israelischen Linken gegenüber richtig religiösen Juden. Also das, ich weiß nicht, das sollte viel bekannter gemacht werden, auch in der Welt, auch in Deutschland, dass es sowas gibt und dass hier sowas stattfindet. Aber es wird ja lieber verschwiegen, weil es auch nicht in die deutsche Medienagenda passt. Religiöse Juden, richtig religiöse Juden, sind ja immer die bösen Juden. Die guten Juden sind die, die so Larifari modern modern sind und natürlich säkulare Juden. Das sind immer die guten Juden und die bösen sind so rechte und halt so alles Religiöses. Wow, das ist ja total ätzend. Sowas dürfte es ja überhaupt nicht mehr geben. Das ist so die Meinung auch der Medienlandschaft und ich glaube auch vieler Deutscher. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird, aber es wird hier noch schlimmer werden und es werden auch noch mehr Juden von Juden verprügelt werden.